Die Krise um Taiwan spitzt sich zu und viele sagen, das ist der gefährlichste geopolitische Konflikt weltweit. Was sind die Hintergründe? Was heißt das möglicherweise für China-Aktien, aber auch für Aktien ganz allgemein? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ich komme mir langsam vor wie der größte Ignorant auf Erden. Ich mache hier fröhlich meine China-Aktien, Fast-Food, Öl-Aktien, Elektroautos, Glutamat, alles sehr nett. Aber anscheinend haben viele Zuschauer den Eindruck, ich würde von dem, was wirklich so passiert auf der Welt, gar nichts mehr mitkriegen. Oder noch schlimmer, das vielleicht sogar totschweigen. Es kommt hier seit Monaten ein Dauerfeuer an Ermahnungen und Warnungen in den Kommentaren von den Zuschauern. Bitte keine China-Aktien mehr. China greift morgen Taiwan an. China-Aktien, nein, danke. Totalverlust ist vorprogrammiert. Es wird uns da genauso gehen wie mit den russischen Aktien und so weiter. Die Sorgen sind also groß und es bestätigt sich ja auch jetzt gerade vor unseren Augen. Die Chinesen sind fuchsteufelswild. Sie haben ein riesiges Aufgebot aufgefahren an Kriegsschiffen. Sie drohen, sie proben Luftangriffe auf Taiwan, sie ballern rum, sie haben Sanktionen verhängt gegen Taiwan und gegen die USA. Das heißt, wir haben, was Taiwan betrifft, mit Sicherheit die schlimmste Krise seit 25 Jahren. Und da soll man es nicht mit der Angst zu tun kriegen. Und das alles, weil Nancy Pelosi Taiwan besucht hat. Was auch gleich die Frage aufwirft, wer ist Nancy Pelosi und was zum Teufel wollte die da? Hier haben wir sie bei ihrer Einreise nach Taiwan. Das ist aus einem sehr interessanten Beitrag von der Deutschen Welle, wo auch die Frage aufgeworfen wird, ob sie sich eigentlich selber darüber klar ist, was sie da gerade tut. Nancy Pelosi ist eine der wichtigsten Politikerinnen in den USA. Sie ist von der Demokratischen Partei, sie ist kämpferisch, sie ist die Sprecherin vom Repräsentantenhaus, ungefähr 600 Jahre alt oder zumindest noch älter als Joe Biden. Und sie ist nach Taiwan geflogen, wahrscheinlich um damit einfach ein Statement abzugeben. Weil, was ja ein bisschen untergegangen ist, das Ganze war ja auch in den USA anscheinend umstritten. Und die Republikaner, wo es viele harte China-Gegner gibt, die waren hellauf begeistert. Aber das Weiße Haus, das war ja vermeintlich peinlich berührt. Joe Biden hat sich gekrümmt und gewunden und hat gesagt, ja, man weiß ja eigentlich gar nicht, ob die wirklich nach Taiwan fliegt und das Militär ist eigentlich dagegen. Aber nur für den Fall, dass sie es dann doch täte, dann ist es auf jeden Fall ihre Entscheidung und nicht die von der Regierung. Also fast schon so in die Richtung, wir kennen die Frau eigentlich gar nicht und wir können auch nichts für das, was sie macht. Wir können sie jetzt auch nicht einfach wegsperren. Was China aber natürlich egal ist. Und die chinesische Reaktion darauf, die war absolut absehbar. Und sogar in Taiwan, das ja wirklich keine China-freundliche Regierung hat im Moment, auch da soll es Stimmen gegeben haben, schon im Vorfeld, wo man sich schon gefragt hat, ob das jetzt wirklich so klug ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht schön, wenn China einem vorschreiben will, was man machen darf und wen man besuchen darf und wen nicht. Ich habe ein Video gemacht zu Taiwan im März schon. Es ist also nicht so, dass das Thema komplett an mir vorbeigegangen wäre oder sowas. Ich habe damals auch berichtet über den geschichtlichen Hintergrund von dem Konflikt. Und eins ist wichtig, China hat ein Verständnis von Außenpolitik, das völlig anderes ist als unseres. Der Westen sagt, es gibt universale Werte, die überall gelten auf der Welt und denen wir auch gerne überall zum Durchbruch verhelfen würden. Unter Umständen ja vielleicht sogar auch mal mit Gewalt. China sagt komplett dazu im Gegensatz,
Wir mischen uns nirgendwo ein. Grundsätzlich nicht. Wir nehmen jeden genauso, wie er ist. Aber wir verbieten uns gleichzeitig auch, dass sich irgendwer einmischt in unsere Angelegenheiten. Und so war es dann ja auch die letzten Jahrzehnte. China hat niemand angegriffen, China hat keine Kriege geführt. Der letzte Krieg, den China geführt hat, war 1979, der chinesisch-japanische Krieg, der chinesisch-vietnamesische Krieg. Das waren aber völlig andere Zeiten. Aber, und das ist der zweite wichtige Punkt, die Taiwan-Frage ist laut chinesischer Definition eine innere Angelegenheit, in die sich keiner einzumischen hat. Und seit dieser Abspaltung sozusagen von Taiwan nach dem Bürgerkrieg 1949 ist das Staatsziel die Wiedervereinigung. Das kennen wir ja aus unserer eigenen Vergangenheit. Und die Staatsdoktrin ist die Ein-China-Politik. Es gibt nur ein China. Das ist denen wahnsinnig wichtig. Und fast alle anderen Länder erkennen das ja auch an. Auch die USA haben es anerkannt in den 70er Jahren nach der Wiederannäherung an China. Und auch Deutschland zum Beispiel erkennt ja Taiwan nicht als unabhängiges Land an. Und es ist damals auch aus der UNO rausgeflogen. Insofern sagt China schon auch mit einer gewissen Berechtigung, das sind unsere inneren Angelegenheiten. Ihr habt das ja auch akzeptiert. Gleichzeitig will der Westen aber trotzdem Taiwan vor China schützen. Das ist also eine widersprüchliche Politik hier. Und die chinesische Politik ist aber auch ein bisschen widersprüchlich, weil sie ja einerseits darauf beharrt, dass Taiwan zu China gehört und bei dem Thema auch sehr, sehr empfindlich ist, wie man eben jetzt ja auch wieder sieht. Und weil sie auf der anderen Seite aber China seit 1949 keinerlei Anstalten gemacht hat, es sich zurückzuholen. Darum ist ja auch die Frage, wenn China das seit 1949 nie versucht hat, warum sollte es das jetzt tun? Und vor allem, warum sind plötzlich alle so davon überzeugt, dass es das jetzt tut? Vor einem Jahr hat das Thema ja auch keinen interessiert. Ich kann das bezeugen, ich habe damals auch schon Videos gemacht hier. Es wird angeführt als Gründe, dass China eben stärker geworden ist, natürlich vor allem ja auch militärisch stärker, dass es da selbstbewusster geworden ist auch, dass es aggressiver seine Interessen vertritt. Und auch Xi Jinping ist ja eine andere Art von Präsident auch als seine Vorgänger, der mit der Wiedervereinigung mit Taiwan vielleicht ja auch sein Lebenswerk krönen will. Meine Meinung ist aber auch, dass sich unsere Wahrnehmung von dem Thema eben auch stark verändert hat, und zwar durch den Ukraine-Krieg. Seitdem sind unzählige Beiträge erschienen und Artikel und Stellungnahmen von Experten, wo es wie selbstverständlich darum ging, dass China als nächstes Taiwan angreift. Und ich habe schon mal gezeigt, immer wieder das Wort Blaupause. Die Ukraine ist für Peking jetzt die große Blaupause. Da würde sich Peking jetzt anschauen, wie man das am besten macht mit dem Angriff auf Taiwan. Also reflexartig, sowohl in den Medien als auch in der Politik, war das dann plötzlich völlig klar und ist auch nicht mehr hinterfragt worden. Es war also eher für uns die große Blaupause. Jahrelang war es jedem egal, wie gesagt, aber jetzt geht es auf einmal darum, dass man diesmal beim Thema Taiwan eben demonstrativ Stärke zeigen muss von vornherein, und dadurch, dass man meint, man muss jetzt da China entschlossen seine Grenzen aufzeigen bei dem Thema, da haut man jetzt natürlich gleichzeitig voll in eine Kerbe, wo China unglaublich empfindlich ist. Und das ist das Gefährliche im Moment. Man könnte ja sagen, wenn der Pelosi-Besuch mit der US-Regierung doch irgendwie koordiniert war, dann wäre das ja ein kluger Schachzug gewesen. Man zeigt Flagge, man zeigt, Taiwan ist uns nicht egal, es ist aber trotzdem noch irgendwie unverbindlich und inoffiziell. So wie das Joe Biden ja schon öfter gemacht hat, auch wenn er gesagt hat, ja, die USA werden Taiwan verteidigen, und das Weiße Haus hat dann danach dementiert oder abgeschwächt zumindest. Also entschlossen, Entschlossenheit zeigen ohne echte Festlegung. Das ist sehr schlau.
Man kann aber auch sehr schön sehen auf der anderen Seite, wie schnell sowas eskaliert. Weil irgendwann hat Nancy Pelosi natürlich hinfliegen müssen. Sie kann sich das ja nicht von China verbieten lassen. Und auf der anderen Seite kann sich China das dann aber auch nicht mehr bieten lassen. Also eine typische Eskalationsspirale gerade. Und wenn das jetzt kurzfristig wirklich in sowas enden sollte wie einem Krieg, was ich nicht glaube, aber dann wäre das wirklich einer der dämlichsten Konflikte in der jüngeren Militärgeschichte. Ich habe im letzten Taiwan-Video gesagt, warum ich nicht glaube, dass China Taiwan angreift. China hat sich zum Beispiel nicht voll hinter Russland gestellt im Ukraine-Krieg, sondern sehr laviert, was keinen Sinn macht, wenn man sich sowieso mit dem Westen jetzt überwerfen wollen würde. Dann, Russland steht für 2% nur vom chinesischen Außenhandelsvolumen, ist also als Partner immer noch ziemlich unbedeutend. Der Westen steht für ein Vielfaches. Dann, China hat an der westlichen Reaktion im Ukraine-Krieg durchaus gesehen, dass der Westen durchaus zu einer relativ harten Reaktion fähig ist. Und China hat viel zu verlieren da. Es ist einer der Hauptprofiteure vom internationalen Handel. Es hat massiv investiert weltweit, auch im Westen. Das wäre alles in Frage gestellt, die Investitionen. Es hält auch immer noch Staatsanleihen von USA für fast 1 Billion Dollar. Es ist auch stark abhängig von Technologieimporten und von Rohstoffimporten, aber natürlich eben auch von den Exportmärkten. Summa summarum, ich gehe nicht davon aus, dass China das jetzt alles riskieren würde. Was mir aber auch Sorgen macht, das ist eben die wachsende Feindseligkeit zwischen China und dem Westen. Und wen auch immer man da jetzt dafür verantwortlich macht, aber das ist eben schon mit Händen zu greifen. Das Verhältnis verschlechtert sich im Moment wirklich von Jahr zu Jahr und dem muss man schon auch Rechnung tragen als Anleger. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, hier, China ist annähernd ein ganz normaler Aktienmarkt, wo man relativ unbesorgt investieren kann im Großen und Ganzen. So wie in anderen Ländern eben auch. Ich würde das heute nicht mehr so sagen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man gar nicht mehr in China investieren soll, aber es hat doch jetzt immer mehr und mehr einen spekulativen Charakter auch. Und wo ich denen, die sich jetzt konkret wegen Taiwan Sorgen machen, wo ich denen auch recht geben muss. Wenn das Ganze doch eskalieren sollte, dann wäre das natürlich ein absolutes Horrorszenario. Das ist gar keine Frage. Bei China-Aktien auch mit einem Totalverlustrisiko, das ist denkbar. Allerdings, ich habe es schon mal gesagt, wenn Sie davon ausgehen, dass es zu einem Krieg um Taiwan kommt, dann überlegen Sie sich gut, ob Sie überhaupt noch Aktien haben sollten. Weil das wird dann nämlich auch für Ihre deutschen und amerikanischen Standardaktien nicht lustig. Was hätten wir? Wir hätten eine Desintegration der Weltwirtschaft. Wir hätten einen Wegfall von China als Exportmacht, Markt, einen komplett Zusammenbruch der globalen Lieferketten, keine Elektronik mehr und Halbleiter und keine Komponenten mehr für fast gar nichts. Ob die jetzt aus China kommen oder aus Taiwan. Millionen von Produkten und Vorprodukten, die bis jetzt eben aus China kommen oder die zumindest über das südchinesische Meer kommen und transportiert werden von chinesischen Containerschiffen, von chinesischen Reedereien. Soll heißen, der Schaden wäre wahrscheinlich immens und aber eben auch nicht begrenzt auf China-Aktien. Und ein kleiner Nebenaspekt dann noch, der Klimaschutz zum Beispiel. Auch da kann man ohne die Zusammenarbeit und ohne die Koordination mit China gleich einpacken, sehr wahrscheinlich. Das war es dann eben auch mit dem Klimaschutz. Immerhin, die lokalen Börsen in Asien zum Beispiel, die haben auf diese Eskalation jetzt so gut wie gar nicht mehr reagiert. Der Hang Seng China Enterprises Index, der war vor allem am Donnerstag, aber auch nochmal am Freitag freundlich. Und auch der TAIEX in Taiwan, hier haben wir ihn, der Einjahreschart, auch der ist gestiegen letzte Woche sogar wieder auf ein kleines mehrwöchiges Zwischenhoch. Er orientiert sich ja mehr oder weniger am Nasdaq-Index wegen der vielen Technologieaktien, die da drin sind. Insofern werde auch ich
China-Aktien hier weiter behandeln. Ich werde weiter davon ausgehen, solange ich nichts Gegenteiliges höre, dass ich es hier zu tun habe mit einem großen, vielfältigen, günstig bewerteten Aktienuniversum in einer der größten Volkswirtschaften der Welt, die nebenbei gesagt auch immer noch Deutschlands wichtigster Handelspartner ist. Also von der Interessenslage her eigentlich kein völlig abwegiges Land. Wo man aber natürlich trotzdem das immer im Auge behalten, geopolitische Aspekte und volkswirtschaftliche Aspekte mit einbeziehen muss. Sie sehen es mir hoffentlich nach, dass ich in Zukunft nicht bei jeder Einzelaktie da jedes Mal wieder von vorn anfange mit dem Taiwan-Thema und mit den Lockdowns und mit der chinesischen Immobilienkrise und so weiter. Sie wollen ja auch, wenn hier die Amazon-Aktie besprochen wird, auch nicht jedes Mal wieder einen Komplettvortrag hören zur gesamten globalen Marktlage. Und dafür sehe ich Ihnen auch nach, wenn Sie auch in Zukunft hier unter jeden Beitrag schreiben, alles Quatsch, glaubt ihm nicht, morgen greift China Taiwan an. Zerstören Sie mich ruhig und mein Lebenswerk, das ist schon okay. Jeder Beitrag hier natürlich, indem man Risiken behandelt, untergräbt potenziell auch das eigene Geschäftsmodell, das ist schon so. Und die Zuschauer, die einem alles glauben, die werden leider auch immer weniger. Darum, falls Sie noch einer von denen sind, von diesen dankbaren, gutgläubigen Zuschauern, oder auch einer von denen, die aus anderen unerfindlichen Gründen sich immer noch interessieren für solche Aktien. Ich freue mich jederzeit auf Ihr Abo. Dabei auch auf die Glocke drücken, das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind, dann sehen Sie auch gleich, ob vom Thema her da für Sie was dabei ist oder für Sie interessant ist. Ich muss aber gleich auch einschränkend dazu sagen, ich bin jetzt erstmal für 2 Wochen im Urlaub, das muss natürlich auch mal sein. Das heißt, da sind die Videos von mir dann erstmal ziemlich ausgedünnt, aber danach geht es auch gleich volle Pulle weiter. Und ich hoffe aufrichtig, aber auch relativ zuversichtlich, dass Taiwan, bis ich zurückkomme, immer noch da ist. Machen Sie es gut bis dahin, bis bald. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.